Hallo YouTube, willkommen zurück. So, wie angesprochen, ein kurzer Cut, ein kurzer Fix und ein Safe Game geladen. So, scrollen geht für den Augenblick wieder. Dann machen wir auch einfach mal weiter. Die Frage ist nur, was ist hier der richtige Lösungsansatz? Und was nicht? Ah, es macht einfach Spaß, mit dem hier schön abzuziehen. Also obviously muss ich ein paar Samsas eliminieren, um hier freies Schussfeld zu kriegen. Boom. Ich weiß gar nicht. Oh, da kommen die Bad Boys. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Hit and Run. Ja, so wie links war der Rocket-Typ. Zwei sogar. Oh, da kommen noch mehr. War hier die Samsas? Nee, hier war nichts. Wow. Das ist schon übel, was da alles rauskommt. Vor allem über den Tank da. Also. Boom. Mit gutem Mikro kann man da einiges an Schaden avoiden. Ja, schnapp ihn dir, okay. Und dann gehen wir ab nach oben. Geh doch rein, Mann. Oh, er kann nicht rein. Oh, jetzt wird's eng, hier steht's aber schnell rein. Er kann raus. Poppen, aber nicht rein. Rein. Ja. Na gut. Ist okay. Oh, hier kann ich landen. Oder ist aber auch eine Sam. Ja. Ja, gar nicht so easy, diese Mission. Toll, da sollte ich gar nicht landen, weil hier kann ich gar nicht durch. Oder? Kannst du da durch, John Rambo? Nein, natürlich nicht. Okay, dann muss ich hier jetzt nochmal saven. 6-6. Safe, safe. Also, double safe. Was mache ich da am besten, wenn ich jetzt direkt da vor der Nase lande? Das geht doch auch schief, geht das doch bestimmt. Die haben auch eine gute Reichweite. Oh, ah, okay, die treffen auch nicht immer. Wenn ich also gut in Motion bin, runter mit dir, runter, runter. Dann könnte es einigermaßen klappen. Runter. Boom. Okay. Okay, der Panzer da hat... hat Lunte gerochen, der hat Fährte aufgenommen, der visiert uns schon so mega, mega aggressiv an, der Dude. Tschüss. Was haben sie gefixt? Jetzt kann man den auch... Ja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ah, locken wir die mal da runter und fliegen hier hoch. Zack. So, ist der Weg hier frei, ist auf jeden Fall der Back Entrance nicht so gut gesichert wie der vorne. Ach, das war's schon. Einfach nur das Kraftwerk zerstören, okay.
Ja, okay, macht aber eigentlich Sinn ohne Strom. Geht nix. Boom! John Rambo hat's einfach drauf. Okay. Also ich weiß, dass hier der Kater uns eigentlich sagen wollte, wir sollen die Landebahn die Luft sprengen, aber dadurch, dass die Übertragung so schlecht war, ging das unter. Das ist halt so ein kleiner, ja, wie soll ich es nennen? Wir haben dies, also kein Easter Egg, es ist halt so ein, es soll etwas das Gameplay erschweren, und wenn man es halt dann richtig macht oder wenn man das so macht, wie die das insgeheim wollen, dann endet die Mission anders und besser. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Aber ja, wir haben jetzt das Kraftwerk in die Luft gesprengt. Und die haben keinen Saft mehr. Und scheinbar scheint das dem GDI-Oberkommando auszureichen und die Mission als Success zu werten. Und ich werte unsere Mission wiederum auch als Erfolg und darf mich fürs Zuschauen bedanken. YouTube, ihr seid auf Let's J mit Command & Conquer Remastered Teil 1 der Tiberium Konflikt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.